Ja, das Handelsblatt hat damals tatsächlich noch nicht gegendert, also Vordenker ist richtig. Ich glaube, sie haben es aber inzwischen geändert. So viele Fragen. Ich möchte auch mit einer Frage an euch anfangen. Erinnert ihr euch eigentlich noch an die Zeiten, als man bei exponentiellem Wachstum an die Zinsen auf dem Sparbuch gedacht hat? Ja. Ein paar gibt es noch hier. Damals war Datenkompetenz eine spröde Angelegenheit. Es war was für Statistikerinnen, Mathematiker, Informatiker, vielleicht noch für den einen oder anderen Volkswirt. Und dann hat sich einer dieser Volkswirte was ganz Unerhörtes erlaubt. Der heißt Hal Varian, ist Chefökonom bei Google. Und er hat 2009 gesagt, the sexy job in the next 10 years will be statisticians. Naja, mit Prognosen ist das ja so eine Sache. Nicht nur, wenn sie von Volkswirten kommen, vor allem aber auch, wenn sie die Zukunft betreffen. Denn sexy Jobs heißen heute Data Scientist. Und mal ehrlich, das klingt nicht mehr so spröde wie Statistiker. Das klingt irgendwie aufregend, emotional, nach Leuchtkraft. Und darüber möchte ich heute sprechen, wie wir mit Datenkompetenz Daten zum Leuchten bringen können, wie wir die Sprache der Daten sprechen, verstehen können und was das mit digitaler Resilienz zu tun hat. Mein Name ist Katharina Schüller. Ich bin, je nachdem, Data Scientist oder Statistiker. Meistens stelle ich mich inzwischen als Data Scientist vor. Dann muss ich nicht mehr so viel erklären, was ich tue, obwohl es auch keiner versteht, aber da wird nicht nachgefragt. Bei Statistiker ist es immer ein bisschen schwieriger. Jedenfalls, Resilienz bedeutet, dass man in der Transformation nachgeben und sich neu anpassen kann, nicht spröde ist, dass man nicht umkippt oder zerbröselt, wenn einen die Transformation erwischt. Und ich möchte euch in den nächsten 30 Minuten drei Dinge erzählen, erklären, euch mit drei Dingen anregen. Erstens, warum nicht Daten, sondern Smart Data und Analytics Erfolgsfaktoren sind in der digitalen Transformation. Zweitens, welche Rolle dabei Datenkompetenz spielt, Daten- und KI-Kompetenzen, und zwar Data and AI Literacy. Ich spreche von Literacy eigentlich fast lieber als von Kompetenzen, nicht weil ich so gerne Denglisch spreche, obwohl ich Beraterin bin, sondern weil ich damit ausdrücken möchte, dass es um einen Teil der Allgemeinbildung gehen sollte und eben nicht um Expertenkompetenzen. Und mein dritter Punkt, wie kann das Ganze umgesetzt werden in einer nachhaltigen und integrierten Datenstrategie? Viele Buzzwords, ich hoffe, ein paar davon werden sich im Lauf meines Talks, meines Vortrags mit Leben füllen. Datenstrategie, da spricht man auch oft von Datenkultur oder Digitalkultur, auch wenn keiner so genau sagen kann, was das eigentlich ist. Aber wie kommen wir dahin? Welche Rolle spielen Daten? Welche Rolle spielt Analytics? Eins haben wir, glaube ich, gelernt in den letzten 10 Jahren. Daten wachsen tatsächlich exponentiell. Ihre Menge verdoppelt sich alle 2-3 Jahre. Und in den letzten 3 Jahren hat, glaube ich, jeder den Begriff exponentielles Wachstum schon mal gehört, auch wenn sich die wenigsten wirklich vorstellen können, was das eigentlich bedeutet. Es sei denn, man ist Mathematiker, dann kann man sich das zumindest in der Theorie vorstellen. Was wir aber gelernt haben, ist, dass mehr Daten nicht unbedingt mehr Wissen bedeutet. Und in dieser Pandemie hat es uns auch an einem vor allem gemangelt, nicht an Masken, das zumindest nur teilweise, aber vor allem an guten Daten. Und deswegen waren Datenexperten und Expertinnen eigentlich leider die meiste Zeit damit beschäftigt, schlechte Daten irgendwie notdürftig zu reparieren und Fehlinterpretationen von Daten zu korrigieren, damit man wenigstens zu einigermaßen entscheidungsrelevanten Informationen kommt. Denn darum geht es, darin liegt der Wert von Daten, bessere Entscheidungen zu ermöglichen. Daten sind das neue Öl, heißt es. Naja, mal ehrlich, Daten gibt es ja schon ziemlich lange. Datenanalyse und Fehler dabei gibt es auch ziemlich lange. Trotzdem gibt es einige ganz spannende Parallelen zwischen Daten und Öl. Erstens, Daten sprudeln heutzutage wie Öl. Und zweitens, sie treten in immer vielfältigeren Gestalten auf. Man findet auch immer neue Nutzungsmöglichkeiten dafür. Und drittens,
Der Rohstoff interessiert eigentlich keinen. Niemand möchte eine Ölquelle in seinem Vorgarten haben. Uns interessiert der Nutzen, den wir aus dem Öl ziehen können. Und damit meine ich nicht das Produkt, ich meine nicht Benzin oder Plastikverpackungen. Nein, ich meine die Befriedigung von Bedürfnissen, Bedürfnis nach Mobilität oder Bedürfnis nach Hygiene. Und auch bei Daten ist es so, der Wertbeitrag von Daten sind nicht Produkte wie Statistiken oder Algorithmen, sondern der Wertbeitrag sind bessere Entscheidungen, die wir uns von Daten erhoffen. Wenn das nur so einfach wäre, Schätzungen von großen Beratungsunternehmen, den Mackies und Co., sagen, dass 3/4 aller Analytics-Projekte scheitern, 90% der Daten in Organisationen liegen brach. Allein in den USA sollen Unternehmen pro Jahr mehrere 100 Milliarden Kosten haben, allein aufgrund schlechter Datenqualität. Dieses Datenqualitätsproblem zu lösen, das versucht man mit Smart Data. Smart Data meint, es sind Daten, die so weit aufbereitet sind, dass man sie möglichst direkt in Produkte verwandeln kann. Das heißt, Datenlücken sind beseitigt, Datenmüll wird rausgefiltert. Und dieses Verwandeln von Smart Data in Produkten letztlich in Wert funktioniert mit Werkzeugen. KI, Analytics oder auch die gute alte Statistik, die übrigens meistens drin ist, wenn man von KI spricht. Kommen wir zum zweiten Punkt. Wofür brauche ich Kompetenzen? Diese Kompetenzen, Daten- und KI-Kompetenzen, sorgen dafür, dass dieser Prozess der Wertschöpfung, dass dieser Prozess effizient und effektiv ablaufen kann. Das heißt, dass man mit Hilfe von Analytics, KI, Statistik auch tatsächlich die relevanten, nutzbaren Informationen für das Geschäft rausholen kann. Das heißt, dass Daten, Informationen, die man daraus gewinnt, dass die tatsächlich wertvolle Ergebnisse liefern, die zu wichtigen Zielen einer Organisation beitragen können. Beispielsweise die nachhaltige Ausrichtung an Kundenbedürfnissen, indem man passgenaue Produkte und Services entwickelt. Oder das Unterstützen wichtiger strategischer Entscheidungen. In welche neuen Märkte möchte ich reingehen? Welche neuen Zielgruppen spreche ich idealerweise an? Oder auch schlicht die Verbesserung der Wirtschaftlichkeit. Wie kann ich mein Kosten-Nutzen-Verhältnis optimieren? Risiken besser bewerten, generell die operative Leistung steigern. Und dafür braucht es Datenkompetenz im Sinne einer umfassenden Data Literacy, das heißt wirklich einer Grundkompetenz, die zukünftig jeder und jede Mitarbeitende in einem Unternehmen haben sollte, vom Azubi über die Fachkräfte bis hin zur obersten Führungsebene, bis zur Vorstandsebene, um eben 4 Fragen im Zusammenhang mit der Geschäftstätigkeit einer Organisation zu beantworten, wenigstens grundlegend zu beantworten. Was will ich mit Daten machen? Datenanalyse ist kein Selbstzweck. Was kann ich mit Daten machen? Aufgrund der Qualität, aufgrund der Einschränkungen, aber durchaus aufgrund auch rechtlicher Regulierungen. Was darf ich mit Daten machen? Wieder Stichwort Recht, Datenschutz. Und was soll ich mit Daten machen? Da geht es um die ethische Dimension. Also um die Frage, wie man mit Daten etwas zum Gemeinwohl beitragen kann, das Ökosystem positiv beeinflussen. KundInnen, LieferantInnen, MitarbeiterInnen, vielleicht auch die gesamte Gesellschaft. Diese große Frage steht letztlich im Raum, wenn es um Ethik geht, und dann sind wir nicht weit entfernt von KI, den Möglichkeiten, aber auch Risiken, die entstehen durch neue Technologien, die wir uns vor kurzem noch gar nicht vorstellen konnten, die insbesondere auch den Umgang mit unstrukturierten Daten betreffen. Texten, Bildern, Videos. Dingen, die wir vielleicht vor 10 Jahren noch nicht mal als Daten aufgefasst hätten. Und das geht nicht immer gut. Das ist Neuland, nicht nur für PolitikerInnen. Da kann auch ein Digitalpionier wie Apple sich mal verlaufen, mal straucheln. Und wenn es blöd läuft, endet das in einem Tweet wie der folgende: The Apple Card is such a fucking sexist program. Und es ist blöd, wenn es jemand twittert, der schon damals, das ist jetzt 4 Jahre her, 400.000 Follower hatte,
David Heinemeier Hansen. Was passiert ist, ist, dass er und seine Frau beide die Apple Card beantragt haben. Beide waren schon Ewigkeiten verheiratet, hatten eine gemeinsame Steuererklärung, haben praktisch vollkommen identische Unterlagen eingereicht. Aber er hat einen 20-mal so hohen Verfügungsrahmen bekommen. Und keiner konnte ihm erklären, warum. Und auch nichts hat geholfen. Er hat beim Kundenservice angerufen, hat sich beschwert und hat nur zurückbekommen, das hat der Algorithmus entschieden, da können wir auch nichts ändern. Und das ist eben genau das Problem, wenn wir Menschen nicht mehr die Kompetenz, und zwar im doppelten Sinne, haben, Entscheidungen von Algorithmen zu hinterfragen. Deswegen heißt es so schön, Big Data has arrived, Big Insights have not. Wie wollen wir damit umgehen in der Zukunft? Data Literacy ist mein Stichwort. Data Literacy ist erstaunlicherweise schon vor einigen Jahren in einem Standard formuliert worden, und zwar in einem Standard von IEEE. IEEE ist die weltgrößte technische Berufsorganisation. Dieser Standard nennt sich der Digital Intelligence Standard, hat die etwas kompliziertere Nummer 3527.1/2020, darunter kann man ihn eindeutig identifizieren. Und er beschäftigt sich mit der Frage, was sind eigentlich Digitalkompetenzen? Jetzt denkt man, naja gut, IEEE, die machen sonst so Sachen wie so ein WLAN-Standard. Super technisches Zeug. Aber hier steht was von Digital Emotional Intelligence. Was verstehen die darunter? Die verstehen unter Data und AI Literacy die Fähigkeit, bedeutungsvolle Informationen aus Daten zu generieren. KI und verwandte algorithmische Werkzeuge und Strategien anzuwenden. Und das mit dem Ziel, informierte, optimierte und im Kontext relevante Entscheidungen zu treffen. Da geht es um weiche Themen, da geht es um Management-Themen, um Führungsthemen. Da geht es um das Verhältnis zwischen Daten und der Realität, also uns. Und weil ich gesagt habe, Stichwort Daten, Realität, möchte ich nochmal eine Frage stellen an euch. Wie gesagt, Daten sind wertvoll. Warum ist denn dieser Ring so wertvoll? Hat jemand eine Idee? Warum ist dieser Ring, der ist, man sieht man nicht so gut, steht unten drunter Tiffany's. Warum ist dieser Ring so viel wertvoller als ein Ring, den ich beim Juwelier in München kaufen kann? Es ist eben nicht der Stein, es ist auch nicht das Gold. Es sind die gleichen Rohstoffe in beiden drin. Die sind auch auf die gleiche Weise bereinigt worden. Stein geschliffen, Metall geschmiedet, auf die gleiche Weise zusammengefügt worden. Aber dieser Ring hat einen Stempel. Und der Stempel verleiht dem Ring eine Bedeutung, der klassische Verlobungsring. Tja, und bei Daten ist es genauso. Daten sind der Rohstoff. Wenn ich sie bereinige, bekomme ich Informationen. Wenn ich sie zusammenfüge mit anderen Informationen, bekomme ich Wissen. Aber erst wenn ich dieses Wissen interpretiere, wenn ich ihm Bedeutung verleihe, dann wird es wertvoll. Dann wird es zur Handlung, dann wird es zur Macht. Und diese Bedeutung von Daten steckt nicht in den Daten selber drin. Das ist für mich der Kern von Data Literacy. Jetzt kommen wir dazu, wie fügt sich das in einem Ring, in einem Kreis, einem Zyklus alles zusammen? Datenkompetenz, Data Literacy, Data Science beginnt nicht mit Daten. Es beginnt mit einer Fragestellung in der realen Welt. Das kann ein Forschungsthema sein, eine Stadt, smart oder nicht, ein Flughafen. In dieser realen Welt geht es um Fragen, die ich mit Hilfe von Daten beantworten kann. Das mache ich, indem ich Objekte in dieser realen Welt beobachte, ihre Eigenschaften beobachte, messe und daraus Daten ableite und diese Daten dann modelliere mit klassischer Statistik, mit KI-Algorithmen, mit Machine Learning. Diesen Teilprozess nennen wir das Kodieren. Es wird Kontext entfernt. Die zweite Hälfte vergessen wir oft. Wir konzentrieren uns darauf, auf die untere linke Hälfte. Ja, das ist es, wo man immer so denkt, da passiert, das ist where the magic happens. Viel spannender ist eigentlich, was passiert auf der rechten Seite. Wie interpretieren wir diese Ergebnisse?
Wie trägt auch das, was auf der linken Seite passiert, dazu bei, dass eine bestimmte Interpretation gefördert oder nicht gefördert wird? Wie fügen wir Kontext hinzu, damit diese Ergebnisse relevant und bedeutungsvoll werden? Wie leiten wir daraus Handeln ab und evaluieren auch unser Handeln? Ich habe diesen Zyklus benutzt, beim Unternehmen aus dem Energiebereich, und habe mit Führungskräften darüber gesprochen, welche Probleme eigentlich bei ihnen auftreten im Zusammenhang mit Daten oder warum Datenkompetenz für sie wichtig ist. So, die erste Aussage war erstmal, ja, also wir machen ja hier nur unseren Job und für Daten ist die IT zuständig. Und dann auch so, ja, eigentlich wir können das ja gut, aber es sind die anderen, bei denen immer die Probleme auftauchen. Immer wenn wir mit den anderen zusammenarbeiten müssen, dann wird es schwierig. Ich habe euch mal so ein paar Antworten mitgebracht. Use Cases, was ist überhaupt sinnvoll und plausibel? Wir brauchen ein Bewusstsein für die Notwendigkeit zentraler Datenhaltung und Datenqualität. Wir brauchen hohe Transparenz bei den Daten. Prozessdaten sollten von Personenbezug getrennt werden, damit Daten nutzbar bleiben. Welche Daten sind valide, welche nicht? Besser eine Lücke als falsche Daten. Wir versuchen, unsere Modelle mit genaueren Daten immer besser zu machen, aber sind uns der Modellrisiken gar nicht bewusst. Es braucht mehr Kompetenz, um einzuschätzen, was relevant ist. Prognosen machen wir oft in Excel, sehr individuell und nicht standardisiert. Kennt irgendjemand? Da habe ich gerade so ein Lachen gehört. Wie messe ich Prognosefehler? Welche Stellgrößen habe ich? Plausibilisierung fällt vielen schwer. Mitarbeiter können nicht einschätzen, was Best, Worst oder Real Case ist. Als Führungskraft muss man eine Chance haben, das Ergebnis zu plausibilisieren. Nicht jedem, der im Rahmen eines Projektes Daten bereitstellt, sind Weiterverarbeitung Mehrwert klar. Wie können wir Verständnis schaffen, was wir überhaupt mit den Daten machen? Wir müssen Daten konsistent und hochqualitativ kommunizieren und wir müssen Storytelling machen. So verschieden diese Herausforderungen klingen, sie haben eine gemeinsame Ursache. Und die gemeinsame Ursache ist, dass die auf der linken Seite, die Codierer, die Daten bereitstellen und Ergebnisse bereitstellen, nicht wissen, was am Ende mit diesen Daten und Ergebnissen passiert. Und die, die die Daten und Ergebnisse hinten nutzen, wissen nicht, wo diese Daten hergekommen sind und welche Probleme daraus möglicherweise resultieren. Es fehlt also der Gesamtsicht auf diesen Prozess. Und das führt mich zu der Frage, wie kann eine nachhaltige und integrierte Datenstrategie dazu beitragen, diese Gesamtsicht überhaupt aufzubauen? Der erste und wichtigste Punkt oder der ein wichtige Punkt ist, es geht nicht um die Daten alleine. Ein Stichwort, was in vielen Branchen herumgeistert, ist das vom gläsernen Kunden. Das möchte ich mal als Beispiel nehmen. Aber nur weil der Kunde gläsern ist, weil man in ihn hinein oder durch ihn hindurchschauen kann, heißt das noch lange nicht, dass man das Richtige sieht oder dass man die richtigen Schlüsse daraus zieht. Sondern es geht eben darum, mithilfe von Analytics und Datenkompetenz im Rahmen einer Datenstrategie diese Schlüsse zu ziehen, die Muster zu erkennen und diesen Mustern Bedeutung zu verleihen, um daraus dann möglicherweise den richtigen Kunden, das richtige Produkt, den richtigen Service anzubieten. Oder auch zu entscheiden, von welchen Kunden man sich trennen möchte. Und Datenstrategie dient eben dazu, diese Steuerung zu ermöglichen, diese Steuerung dieses Prozesses. Denn es braucht diesen Kontext rund um die Kunden, um die Daten am Ende richtig einzuordnen. Ich möchte euch jetzt mal ein Beispiel zeigen, wie so eine Datenstrategie häufig umgesetzt wird, also welches Modell man dafür zugrunde legt. Data Mesh habt ihr vielleicht schon mal gehört. Kennt jemand den Begriff? Ja. Es ist ein Versuch, gleichzeitig zu zentralisieren und zu dezentralisieren und eine konsequente Produktsicht auf Daten zu entwickeln. Data Mesh definiert oder macht gewisse Vorgaben oder gewisse Vorschläge für 4 Elemente, die im Rahmen der Datenstrategie wichtig sind. Das eine ist die Infrastruktur. Also es geht hier um Self-Service-Plattformen, mit denen man sich an Daten bedienen kann. Dann geht es um Governance, um Regeln, die möglichst zentralisiert und automatisiert erfolgen sollen.
Dann geht es um Prozesse, das heißt Daten als Produkt zu sehen, und um Rollen, Data Product Ownership. Da wird es aber schon ein bisschen dünner bei dieser Definition von Rollen. Und was nur sehr am Rande berührt wird von Data Mesh, sind Datenkompetenzen. Was wir nochmal gemacht haben bei diesem Energieversorger, ist diesen Data oder Information Value Cycle noch ein bisschen zu erweitern, zu adaptieren. Der hat jetzt hier insgesamt 7 Prozessstufen. Und wir haben gesagt, naja, wenn man Daten als Produkt betrachtet, dann sind im Entstehungsprozess dieses Produktes gibt es gewisse Teilprodukte oder Zwischenprodukte, die entstehen. Erstmal geht es darum, zu definieren, was sind überhaupt meine Fragestellungen, was ist mein Use Case. Und aus diesem Schritt entsteht ein Teilprodukt Requirement, die Anforderungen an die Daten. Dann müssen diese Daten beschafft werden, Teilprodukt, was da entsteht, sind Raw Data. Diese Daten werden organisiert und vielleicht teilweise auch schon mit analysiert, Smart Data. Im nächsten Schritt, Analyse und Evaluation, kommt man zu Wissen. Und wenn man aus diesem Wissen dann Handlungsmöglichkeiten ableitet, die die Basis sind für Entscheidungen, ist das letzte Teilprodukt des Actionable. Alles ein bisschen sehr denglisch, aber zumindest in sich konsistent. Dieser Ansatz hier, den kann man für verschiedene Dinge nutzen. Den kann man dafür nutzen, einen Use Case zu definieren und auch schon mal zu überlegen, was kostet mich denn das eigentlich? Was sind meine Kosten, meine Nutzen in jedem einzelnen Schritt? Was ist der Wert, den ich dadurch schon generiere? Er hilft aber auch, aus jedem dieser Prozessschritte abzuleiten, okay, wenn ich jetzt ein Requirement haben will oder Raw Data, welche Aufgaben ergeben sich dadurch eigentlich? Was sind die einzelnen kleinen Teilaufgaben, die ich da habe? Welche Kompetenzen brauche ich, um diese Teilaufgaben zu erfüllen? Und welche Rollen leiten sich daraus schließlich ab? Wenn man das Ding dann mal fertig ausfüllt, dann kann es so aussehen. Lese ich euch jetzt nicht alles vor. Ist so ziemlich kompliziert, aber hier das Thema Instandhaltungsmaßnahmen, Predictive Maintenance, wo es erstmal darum geht, okay, wenn ich mein Requirement haben will, was ist das? Ein Anforderungsdokument an die Instandhaltungsobjekte. Dafür muss ich eine Instandhaltungsstrategie möglichst standardisiert formulieren, brauche einen Bezug zu der Sachdatentabelle, in der Informationen über die Objekte und ihren Zustand drinstehen. Und dafür muss ich diese Tabelle natürlich kennen, wissen, was drinsteht und muss fähig sein, zu abstrahieren. Und daraus leitet sich dann ab, ich brauche hier entweder schon ein Data Scientist, wenn ich ganz am Anfang stehe, oder später jemand, den wir genannt haben, Data Decider. Und so kann ich das Schritt für Schritt durchgehen, fülle erstmal aus, was ist eigentlich mein Requirement, meine Raw Data, mein Smart Data, also mein jeweiliges Teilprodukt, welche Aufgaben muss ich erfüllen, um dieses Produkt zu erzeugen, welche Kompetenzen brauche ich und welche Rollen ergeben sich. Das funktioniert erstaunlich gut in der Praxis und ermöglicht es, den letzten Baustein hier in einem Datenstrategieschema auszufüllen, nämlich die Kompetenzen. Und das braucht es in einer ganzheitlichen und integrierten Datenstrategie, eine Art Daten-DNA, die später die Unternehmen durchdringt. Und zwar komplett von oben bis unten und von links nach rechts. Von der Führungsebene Data Governance bis runter die operative Daten- und Informationsmanagement. Und dazwischen darf man nicht vergessen Qualitäts- und Risikomanagement. Was kommt eigentlich an neuen Risiken dazu, wenn man immer stärker datengetrieben entscheidet? Und diese Daten-DNA durchdringt dann eben auch alle Bausteine, Strukturen, Regeln, Prozesse, Rollen, die 4, die wir in Data Mesh gesehen haben, und die Kompetenzen. Das Ziel davon ist, dass man Rahmenbedingungen schafft, um eben Daten aus Silos herauszuholen, um systematisch Wert aus Daten zu schaffen. Und damit könnte man sagen, eine Datenstrategie ist sowas wie der Digitalisierungskompass für eine Organisation. Um die Organisation an sich komplett darauf auszurichten, aus Daten Wert zu schaffen. Und ich war vorhin in dem Workshop von Werner, Bundesagentur, und der hat gesagt, Experimente statt Change. Experimente sind wichtig, aber es geht darum, dass es hier nicht nur Trial and Error ist. Also, dass man sicherstellt, dass es nicht nur ein paar einzelne Leuchtturmprojekte gibt, die funktionieren, sondern dass man einen systematischen Prozess entwickelt, wie man aus Daten Wert schöpft und diese Transformation gestaltet.
Und der entscheidende Punkt dafür ist, Datenkompetenz aufzubauen auf jeder Ebene, also nicht nur bei Daten- und KI-Experten. Ja, eins ist klar, das wissen wir von Apple, Google, kleinen und großen Startups, Geld verdient man heute mit Daten, da kommen wir nicht drum rum. Da müssen wir uns eher heute als morgen darauf einzustellen. Und dazu kommt auch Regulierung, europäische Regulierung, Data Act, AI Act und so weiter. Das kann man als Hürde begreifen, man kann es aber auch in gewisser Weise als Chance begreifen, Menschen nicht aus dem Blick zu verlieren und sich Gedanken darüber zu machen, wie wir Wert schaffen können, ohne Werte dabei komplett zu verletzen. Wahrscheinlich wird es kein exponentielles Wachstum bringen. Aber hoffentlich ein nachhaltiges und stabiles, was wir uns ja mal vom Sparbuch erhofft haben. Daten sind die neue Ressource, wie wir sie nutzen können, um Wert zu schaffen, um die Transformation zu gestalten. Darauf habe ich euch heute versucht, ein paar Antworten zu geben. Die wichtigste Antwort ist, hört nicht auf, kritisch nachzufragen. Dafür haben wir jetzt, glaube ich, eine Menge Gelegenheit. Dankeschön.